Die Grenze brennt. In Österreich herrscht das Asylchaos. Und deshalb findet hier in St. Georgen im Attergau eine Demonstration statt, die man fast als Querfront bezeichnen könnte. Denn hier rufen heute die Österreicher, die Freiheitliche Jugend und alle Gemeinderatsfraktionen, also Grüne, SPÖ, ÖVP und FPÖ zur Demonstration auf. Und wir werden uns jetzt für euch hier umhören. Wir lassen nicht über uns drüber fahren und das ist ganz klar die Ansage heute. Hier in St. Georgen herrscht jetzt Aufregung. Es spricht gerade der grüne Gemeinderat und er hat gesagt, eine Flüchtlingswelle wie 2015 ist nicht zu erkennen. St. Georgnern, dass sie sich gegen diesen, ich würde fast sagen, Übergriff der Politik auch wehren. Ich denke mal, eine aktive Flüchtlingspolitik wird Thema sein, die auch vor Ort, dort wo die Probleme sind, stattfinden. Und ja, die Grenzthematik werden wir diskutieren müssen. Ich sage, die jungen Männer sollen ja ein Land selber aufbauen. Wir müssen es auch selber aufbauen und schauen, dass wir uns da halten. Die Regierung, die Schwarzen, die Grünen, die gehen einfach weg. Weg damit! Ich bin deshalb da, weil die Zustände einfach unerträglich sind. Die Roten sagen, wir haben kein Flüchtlingsproblem. Die Schwarzen und die Grünen ducken sie weg. Ja, man muss einmal unterscheiden zwischen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge. Das ist einmal ganz sicher. Und man muss die Grenzen schützen. Wir brauchen unbedingt die FPÖ in der Regierung. Das ist ganz wichtig. Und wo ist die FPÖ heute? Ja, leider. Die Frage. Ja, nicht hier. Die Demo hat jetzt die Autobahnauffahrt in St. Georgen erreicht und man sieht, die Politiker fürchten sich anscheinend, dass die Autobahn illegal in Beschlag genommen wird, weil hier ist sehr stark mit Polizei abgesperrt und da unten auch. Wir haben heute Sekt in St. Georgen, hinter mir einen Haufen Polizisten, aber sie haben heute die Grenze verwechselt, das ist das Problem. Das Problem sind ja nicht die Zelte hier in St. Georgen, das sind nur Auswüchse. Beginnen tut es eigentlich bei der EU. Weil da gehören Grenzen gesichert, da gehört eine gemeinsame Lösung her. Ich glaube, dass die Lösung eigentlich in den Ländern selbst liegt. Was ist denn an der Politik menschlich? Eine Politik der offenen Grenze? Eine Politik, die Schlepper Millionengeschäfte beschert? Ja, man merkt, dass wirklich ein Großteil der Leute hier einfach Bürger sind, die absolut unzufrieden sind mit der Situation, in der wir uns hier befinden. Es sind Zelte aufgestellt worden in diesem Dorf, wo die Asylanten rumgehen, die Leute haben Angst. Die Forderung der Menschen hier ist ganz klar. Die Polizei sollte nicht die Autobahn schützen, sondern unsere Grenzen. Also grundsätzlich zu sagen, dass jeder, der behauptet, dass es menschlich wäre, die Grenzen offen zu halten und Asylwerber aufzunehmen, ein Heuchler ist. Es ist weder menschlich für die Österreicher, für die einheimische Bevölkerung, die mit denen umgehen muss. Diese Menschen, die hierher kommen, sind überdurchschnittlich kriminell und sie ersetzen uns langfristig durch Ersetzungsgeburt und Ersetzungsmigration. Es wäre für alle beteiligten Parteien besser, wenn diese Menschen noch vor Ort bleiben und wenn die Grenzen geschlossen sind. Erste Schätzungen besagen, dass ca. 1000 Menschen hier an der Demonstration teilgenommen hat. Wer nicht teilgenommen hat, und das ist traurig, wo sind die drei MFG-Landtagsabgeordneten, wo sind die Landtagsabgeordneten der FPÖ Oberösterreich? Und ich stelle mir auch die Frage, wo sind die Nationalräte der FPÖ, die in Oberösterreich zu Hause sind? Da ist wieder immer nur die Rede, seit die Zelte stehen, ist die Situation ja, problematisch? Es war vorher schon problematisch, weil immer wieder natürlich die Jungs, die Langeweile hatten, quer durch den Ort flanieren und zusammensuchen, was sie brauchen können. Herr Bürgermeister, zwei kurze Fragen vom Magazin Info Direkt. Die Proteste werden auf Ö24 jetzt als rechtsextrem oder von Rechtsextremen missbraucht dargestellt. Haben Sie auch den Eindruck gehabt? Also absolut nicht. Ich meine, da herinnen bei der Infoveranstaltung hat es überhaupt nichts gegeben, dass Trassen dann Auswüchse gingen. Und das ist nicht in unserem Sinne, das war auch nicht so geplant. Wir haben auch gewusst, dass Ausläufer von dieser Szene kommen können, aber wir distanzieren uns hundertprozentig von der Geschichte und ich lasse mir nicht von Medien diese Veranstaltung zusammenhauen. Wer meint, Kalkutta oder halb Kalkutta retten zu können, der wird selbst zu Kalkutta werden. Wenn man glaubt, man kann alle retten auf dieser Welt, wir sind die Gutmenschen und weiß ich, das wird nicht funktionieren. So. Also von Umverteilung halten Sie nichts? Umverteilung, wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Bei Ihrer letzten Rede da auf der Bühne haben Sie gesagt, wir brauchen einen
eine Schubumkehr beim Thema Asyl. Wie ist das zu verstehen? Ein Umdenken. Und in welche Richtung umdenken? Naja, erstens einmal, wie viel das man einerlässt, wie man hinten dann mit denen umgeht, auch menschenwürdig und wie man es verteilt. Also komplett umdenken, wie es jetzt ist, das sehen wir, dass es nicht funktioniert. Ich spreche für mich zwei Länder an, die das sehr gut aus meiner Sicht machen. Das ist die dänische Regierung und einer sozialistischen Regierung mit Mette Frederiksen. Man kann sich an dem ganz gut annähern oder die guten Dinge dort übernehmen. Ich glaube, da hätte man viel erreicht. Und eventuell, naja, Orban macht es ja ein bisschen auf die andere Weise, aber er hat auch recht. Haben Sie Rechtsextreme gesehen? Wie viele Teilnehmer glauben Sie, das waren? Ich glaube, dass nicht 700 Teilnehmer waren, wenn man es ein bisschen einschätzen kann. Und das traue ich mir zu, schätze ich das also mal zwei, dass rund 1500 Teilnehmer waren. Ja. Ich habe sehr viele Leute aus St. Georgen gesehen, aus der Region gesehen. Also man kann wirklich nicht sagen, dass das zugereiste Rechtsextreme, aber natürlich werden wir es nicht verhindern können. Und dann dazu haben wir die Polizei. Die Polizei hat die Aufgabe, dass das in den Griff kriegt. Sie sagen Polizei, die Polizei hat nirgends eingeschritten. Ja. Wo waren dann die Ausschreitungen? Ja, nirgends. Also das sollte, wenn einer sagt, es hat Ausschreitungen gegeben, dann war er aber auf anderen Veranstaltungen nicht. So, und weil immer so viele Menschen sagen, man muss den Menschen in den fremden Ländern ja helfen. Ein Beispiel dazu, in Syrien herrscht längst nicht mehr Krieg, nur mehr in kleinen Bereichen. Wie es in Syrien wirklich ausschaut und warum die Menschen aus Syrien hier bei uns nichts verloren haben und in ihre Heimat gebraucht werden, das lest ihr im Magazin Info Direkt in unserer Spezialausgabe zum Thema Syrien.